Bing! So, was wollt mir steigern? Mechanik, aber vielleicht nur bei Alos. Heimlichkeit, Überleben, Athletik. Wissen ist bei uns schon auf 6. Ach ja, durch diese ganzen Skills. Nochmal Athletik und übernehmen. Überleben? Wir übernehmen uns nicht. Oh nein. Schutzkreis. Wir haben Dinge freigeschaltet. Wachsame Präsenz. Oh, neue Zauber, Leute. Das ist ja toll. Aber leider keine Talente. Erzeugt einen großen Bereich der göttlichen Obhut in dem Bereich, natürlich nicht bereit, in dem verbindet ein Bonus auf alle Verteidigungen erhalten. Das ist schön, das ist wie Gebet oder so, was wir hier bei Neverwinter Nights haben. Mutlose Schläge. Quälender Zweifel im unerschütterlichen Glauben überfällt Feinde im Wirkungsbereich und verringert ihre Nahkampfgenauigkeit. Soll ich zuschlagen oder nicht? Grässliche Segnung? Verstärkt die Entschlossenheit aller Verbündeten im Kampf und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Boah, ganz nett. Säule des Glaubens. Beschwört eine Säule göttlichen Urteils, die Feinde im Wirkungsbereich Schmetterschaden zufügt und sie niederstreckt. Das ist fein, das wird unser Grad 3 Zauberangriffs-Dings. Gebet gegen Hemmung. Ah ja, okay, verspinnen uns mal wieder ein. Kasteln. Mittlere Ausdauerwiederherstellung. Teilt einen Teil der göttlichen Stärke des Wirkers und mittlere Menge. Bla. Ausdauerwiederherstellung. Okay. Abwehrsiegel. Generiert ein magisches Siegel. Wenn ein Feind es berührt. Schockschaden. Wachsame Präsenz. Segnet Verbündete mit Hilfe einer mitfühlenden Seele, was eine Heilwirkung erzeugt, wenn ihre Ausdauer gering ist. Ich hätte gerne Lebenspunkte, Generation zurück. Naja, Idee, altes Haus. Sein Bart erleuchtet. Und sein Mantel erzittert. Ist aber cool. Schnupp, wie er durch seinen Körper durchslidet. Naja, 3 Punkte übrig. Athletik ist schon auf 5. Heimlichkeit. Also, Wissen braucht nicht so Mechanik. Überleben. Überleben ist jetzt eigentlich schon nach dem ersten Rang, werden sie zu mächtiger in derselben Reihenfolge, in der sie empfangen wurde. Bauer ist er auch noch. Okay, wir steigern das und behalten uns 2 Punkte. Und. Ach so, ja, keine Kämpferfertigkeit, kein allgemeines Talent. Schade. Was ist denn rein ins Getümmel? Sag mal an. Der Kämpfer stürzt sich in die Schlacht und zieht einen Feind in unmittelbarer Nahkampfentfernung. Zieht einen Feind in un. Er fügt ihm Schmetterschaden zu. Was? Zweimal pro Begegnung? Okay, also 2 bis 3 Stichschaden. Er zieht ihn wahrscheinlich an sich heran, oder? Kann das sein? Diszipliniertes können wir auch noch nehmen. Verteidiger. Der Kämpfer übernimmt eine konservative Kampfstrategie, Feinde abzuwehren, bla 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 bla. Erhöht die Kampfbindungsziele auf 3, was aber auf Kosten der Abwehr geht. Nein. Der Kämpfer wird wild entschlossen, alle eingehenden Verteidigung kurzzeitig verstärkt. Okay, nehmen wir das vielleicht. Waffenspezialisierung, Abenteurer. Mord, Axt, Streitpflege. Was haben wir denn? Ritter. Schwert Morgenstein. Morgenstein. Haha, ich schlage dich mit meinem Morgenstein. Schlag ich dir den Schädel ein. Wie ein Rührei. Ei. Edelmann, Dolch, Rapier. Na, wir haben ja ein Schwertchen, ne? Bauer. Wo ist denn die gute alte Sense? Soldat. Zweihänder, Pikel.
Arkebuse. Sicherer Schütze. Wir nehmen die Waffenspezialisierung Ritter. Weil wir haben ja ein Schwert mit ihm und da schwingen wir das einmal weiter. Schade, auch er kann kein Talent wählen. Ah, ich bin Rasputin. Manche nennen mich aber auch den fliegenden Holländer mit dem fliegenden Gewand. Oder auch Duranke. Apropos Ranke, ich habe sehr viel Brombeerranken verbrannt. Fällt mir dazu nur ein. Wissen. Überleben. Wir steigern mal sein Wissen weiter. Vielleicht nochmal auf 3. Und gehen dann noch weiter. Er kann das gleiche wie Chitoa. Gut. Was ist eigentlich mit Meister Arloth? Dem fehlen noch 101 Punkte. Wir sind überwältigend gut. Wir sind Goldtalmeister. Ja, yes. Ich wollte schon immer mal in so einem Kaff gut Freund sein mit den Dorfbewohnern. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal haben wir ja da hinten in dieser Mini-Bibliothek, die jetzt hier um die Ecke kommt. Die ist doch hier, oder? Ja, genau. Da haben wir einmal einen Aufgang. Den werden wir jetzt als erstes uns einmal angucken. Speichern natürlich, weil wir haben sehr viel erreicht. So. Auf geht's. Ihr dürft. Los. Wo wir jetzt landen? Im Schlafzimmer des Fürsten? Schade. Offensichtlich nicht. Wir werden als erstes gleich mal angegriffen. Was soll das denn? Wow, gerade 3 Zauber. Ich liebe es. Können wir gleich mal ausprobieren. Ich glaube, wir haben schon mal einen verbraucht, deswegen haben wir nicht so viel mehr, oder? Kann das sein? So, erstmal. Zim. So, du haust ihn mal um. Was haben wir für ihn nochmal gewählt? Ach ja, den Bonus auf das Langschwert. Und du haust ihn nochmal bitte um. Ja, das ist doch mal fein. Oh, da kommen noch mehr. Okay. Hier, der dampft so. Eifriger Fokus. Schmetterschaden. Dann sollten wir uns vielleicht rausziehen. Hast du schon 3 gesungen? Nee, nur 2. Okay, als nächstes kriegt er mal ein bisschen Angst eingeflößt, vielleicht, wenn es geht. Grässliche Segnung. Abwehrsiegel. Schutzkreis. Okay. Schutzkreis. So, dann kannst du hier auch nochmal diesen hier machen. Arloth kann mal sich mit dem da beschäftigen. Und du reißt vielleicht mal diese Tür hier um. Du bist jetzt schon bei 3 auf den Bäumen, das ist sehr gut. So, Schnups und ihr kümmert euch um den da. Du wirkst Söldner-Schwertkämpfer. Dem da vielleicht mal was rein. Humpelnd. Vielleicht kannst du als nächstes dem Wachmann leicht verletzt. Schwertkämpfer. Du könntest auch mal vielleicht mutlose Schläge. Eieiei. Arloth. Lauf. Oh. Das war's mit Arloth erstmal. Itter steht daneben, denkt sich so, ja, der Junge kann nicht so gut laufen, ne?
Und damit hat er recht. So. Jetzt, wir haben hier nochmal sowas Schönes, ne? Damit beglücken wir den Wachthauptmann. Die Skelette beglücken ihn auch damit. Du sprichst nochmal ein Verbot aus. Und du schießt mal. Hier ist eine neue Kraft erstmal für dich. Und du? Yes. Halt mal bitte durch, Chitor. Ist sie eingekreist? Kann das sein? Ja, ich fürchte schon. Du könntest... Bitte mal um den da kümmern, bitte. Gut, sehr gut. Die sind einfach umgefallen. Das gefällt mir natürlich. Einfach so flop. Hier, du hast auch diesen schönen... der alle auseinanderfegt. Wow, das war episch. So, du bist leicht verletzt, du bist verletzt, du bist im Todenal. Erstmal hier. So, du kannst ja noch Dinge machen, ne? Wer ist hier nochmal als nächster dran? Immer auf die Schwachen. Das ist natürlich nicht so nett. So, mit etwas Hilfe. Ja, der lebt noch. Auf ihn. Wer hat einen gebrochenen Ellenbogen? Ach nein, Verzeihung, ein abgerissenes Knie. I'm here. Wow. Das gibt Rüstung, die wir alle verkaufen können. Und ein bisschen Geld. At once. Ach ja, die Truhe ist jetzt offen, ne? Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Rastutensilien? Nein? Schade. Yes? So, wir können uns leider nicht mehr heilen, oder? Wir haben auch nichts im Rucksack, um uns zu heilen. Nee, Gorns Schwur. Bier bringt auch keine Lebenspunkte zurück. I'm here. Schade. Da ist noch einer. Aber er ist allein. Er hat keine Chance. Wir können darüber reden. Redrick-Wächter. Also müssen wir Redrick schon sehr nahe sein. Kanister sind mit nassem, verklumpten Schießpulver gefüllt. Sabotage? He's naked. Yes. Wieso ist Harloth immer noch nicht aufgestiegen? Ach, er war tot. Oder bewusstlos. Und hat deswegen keine Erfahrung gesammelt. Ah, das ist natürlich tragisch. Da hilft dir auch nicht diese schicke Mütze über diesen Verlust hinweg. Merde. Wir hatten doch eigentlich vor, hier zu schleichen, oder? Wieso ist hier geschlossen? Die Bodendauben der Fässer sind dunkel, aber trocken. Was auch immer sich früher hier in den Fässern befunden hat, ist längst ausgelaufen. Toll, wir scheinen im renovierungsbedürftigen Teil der Burg zu sein. Okay, wir haben einen guten Kriegshammer gefunden. Schade, hier geht es nicht weiter. Aber wir hatten ja noch eine Tür, nicht wahr? Diese Tür da unten, Dings. Die Tür halt. Gut, jetzt wissen wir auch, warum Harloth Erfahrungspunkte technisch immer so hinterher ist. Er stirbt ja das ein oder andere Mal schon öfter. Dann haben wir offensichtlich hier ein bisschen schönen schwarzen Schlamm Giftessenz übersehen. Auch sehr tragisch. Die Map scheint jetzt aber komplett zu sein. Alle Fallen sind ausgehebelt. Entschuldigung. Das ist natürlich peinlich. Ich bin hier vorhin langgeschlichen mit Harloth. Der Herr hat diese Falle offenbar nicht gefunden. Äh?
da waren wir doch auch schon dran. Wieso sind wir hier einfach dran vorbeigelaufen? Verstehe ich nicht. Yes. Naja. Okay. Hi. Du hast zwar schon nice and quiet alle möglichen Sachen gebrochen, aber vielleicht ist es dadurch nicht mehr so schlimm, wenn du dir nochmal was brichst. Ah, okay, hier geht's hoch. Okay. Schnaps und Getreide. Alles klar. I'm here. Yes. I'm here. Wir sollten uns alle schleichen. Which is not very, very quiet. Gut. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ich bin sehr gespannt. Ah, das kennen wir doch, oder? Hier sind wir das letzte Mal runtergekommen, vom Dach aus. I'd be glad to. Und wir haben ja auch schon Begegnungen mit Soldaten hinter uns, die deswegen schon weg sind. Gut, Redricksburg. Jetzt sind wir im Inneren. Die Frage ist jetzt nur, wo kommen wir denn da hin? Yes. So, wir schicken wieder unseren Speer voraus. Hier geht's nicht weiter. Da sind Wachen. Mit denen müssen wir uns vielleicht nicht anlegen. Wir wollen ja eigentlich nicht zu viele Tote machen. Wir wollen eigentlich... Die Silbergabeln und Messer haben ihren Glanz verloren. Hier wurde schon lange nicht mehr gegessen. Hallo? Söldner-Schwertkämpfer. Okay. Wir wollen ja eigentlich mit Ned Marr sprechen. Wo könnte der denn sein? Katze, sei leise. Jetzt müsste man irgendwas werfen können, damit er denkt, oh, was ist denn da hinten? Komisch. Hat hier was geklappert? Geheimgang wäre jetzt auch nice. Yes. Schlafpfeile wären auch gut, aber ich glaube, das ist uns nicht vergönnt. Können wir ihn hier hin locken? Oh Gott. Jetzt kommen sie aber. Aber sowas von. So, du wirfst ihn bitte um. Und also ihr hebt jetzt mal alle eure komische Tarnung auf, weil... ja, das ist klar, dass das nicht aktiviert werden kann. Du wirfst vielleicht den nächsten um. Jetzt müssen wir gucken, dass uns hier Frau Chitoa nicht drauf geht. Wer bist du? Ach, okay. Kana. Schießt. Kana schießt. Kana bewegt sich. So. Herr Magier. Entschuldigung, ich bin im Dienst. Ja, Entschuldigung. Ein Berath-Priester. Okay, der wird gleich mal umgehauen. Sie kann von hinten mal reinschießen. Hast du hier vielleicht direkt mal sowas? Oh Gott, wen hast du denn jetzt zerstückelt? Ich glaube, Ideas, Dings. Ja. Zahlt sich aus. Also Ideas, Schwertkämpfer, Abenteuer, Dings, Bonus. Na, wie wär's? Ach du Schande. Oh, dieser Scheißpriester. Der geht mich jetzt schon auf den Sack. So, hier, wirk ihm das rein, bitte. Wo stehst du? Ach da, und du kriegst Kloppe von dem. Dann würde ich sagen, machst du diesen hier und du hast drei Lieder gesungen und zwei das Pferd und das Skelett hin. Sehr gut, das lockt die an. Oder lockt sie ab. Die werden hier geschnetzelt. Du siehst nicht mehr so taufrisch aus, mein Freund. Und hier wurde irgendjemand zerhackstückelt. So. Ach, der ist dem Tode nahe, dann lohnt sich das nicht. Da reicht. Entschuldigung. Reicht eine einfache.
ein einfaches hier vielleicht das da. Hier wurde jemand gesegnet. Das können wir aber auch, mein Freund. Das können wir auch. So, du machst das mal auf dich selber. Der. Wo stehst du? Stehst du hier irgendwo in Reichweite? Ah ja, okay. Du könntest ihn vielleicht umhauen. Er ist so schwer. Er hat sich geheilt, die Sau. Wie hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Aber, wenn er das so spielen möchte, das Spiel. Können wir das so machen. Ha! So, Idee. Wie war's mit Glanz des Akolyten? So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Wir sind damit, hm? Du schießt mal auf den da. Und du könntest mal dem Typen hier ein bisschen Angst machen. I'm here. Oh, unserem Priester geht's nicht so gut. gut. Wie war's mit einer Segnung? Stand together! That's for my friends! Wow. Das sieht nach Thronsaal aus, wenn ihr mich fragt. Leider hat anscheinend niemand von uns die nötigen Mechanik-Skills, um sich hier reinzudingsen. Aber haben wir nicht diese Schriftrolle gefunden?